Ich will jetzt mal den Knoblauch raustun. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht verdummster. Ich liebe auch manche Kommentare. Hallo, herzlich willkommen im Buchlandgarten. Heute hat es ordentlich geregnet. Wir haben Ende Juni. Es ist gescheit warm draußen, also spülwarm. Hier im Tunnel ist es noch ein bisschen wärmer. Ich bin jetzt auch schon ziemlich durch. Ich will jetzt mal den Knoblauch raustun, den ich eigentlich schon im letzten Jahr ernten wollte. Das irgendwie vergessen. Heuer ist der noch mal rausgekommen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Da müssen wir uns erst einmal durch mein Tomatendickicht Durchblick verschaffen, sage ich es mal. Wenn man jetzt hier hinten reinguckt, da hinten steht einer. Und wenn man unten reingeht, ja, sieht man es ja ein bisschen besser. Die sind jetzt trocken, die müssen raus. Das wird jetzt ein bisschen ein Gewusel. So, ich hoffe, man kann hier überhaupt irgendwas sehen. Ich muss mich da ein bisschen vorsichtig nach vorne arbeiten. Direkt hier an der Tomate ist einer drin. Ah ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werfe den mal hier vor. Weiterhin ist auch noch einer. Der zweite. So, Nummer 3. Au. Da ist noch einer. Sorry für die Wackelbilder, bin mal wieder hier einhändig unterwegs. Und ja, das ist eine ganz schöne Knolle. Wie gesagt, also das war irgendwie ein Versehen. Wie gesagt, das war ein Versehen. Die sollten eigentlich nicht so lange da drin stehen. Hier haben wir auch noch eine, die ist dann tatsächlich zusammengewachsen und die bildet sogar so Brutzwiebeln. Naja, alles in allem eine wunderbare Ernte. Die müssen wir jetzt zum Trocknen aufhängen. Hier sieht man mal die Brutzwiebeln, die nehme ich jetzt mal raus. Dann kann man mal probieren, da muss ich mich mal schlau machen, wie das funktioniert. Ob man den Knoblauch über die Brutzwiebeln vermehren kann. Hier ist noch eine drin, zwei sogar. Ob man den vielleicht jetzt im Herbst dann wieder steckt. Ich glaube, da drin ist auch noch eine. Ja, die ist da drin, die kann man hier rausschälen. Zwei sogar. Also man könnte die natürlich jetzt zum Zopf flechten, das wäre natürlich die Königsklasse. Das mache ich nicht. Ich nehme die jetzt hier einfach zum Bündel. Hänge die so ein bisschen versetzt nebeneinander. Und dann nehme ich da eine Schnur. So, Boden rein. Das reicht eigentlich und dann kann man hier oben die noch verbinden. Dann kann man den gut aufhängen. So. Das Ganze hänge ich mir hier an meine Hütte. Die ist durch das Dach hier, kommt hier kein Regen hin, das bleibt trocken. Ihr seht, ich habe hier schon meine ein Bündel hängen, da waren die Knollen sogar noch größer. Das waren jetzt die von heute hier. Ja, macht jetzt gar nicht so viel Unterschied. Optimal. Hänge die jetzt einfach hier so dran. Seht ihr? Und schon passt das Sache. Was ich jetzt noch mache, ist die, ich habe es vorhin vergessen, die Wurzeln abschneiden, denn dass die hier aus der Luftfeuchtigkeit noch recht viel Wasser ziehen können. Das will ich nicht, denn die sollen ja eigentlich relativ trocken werden. Wenn das noch nötig ist, können die sich noch ein bisschen Energie aus den Blättern ziehen, aber das wird hier nicht mehr der Fall sein. Bei den Zwiebeln kann man das so machen. So. Ja. Die sind dann richtig trocken geworden. Die sind noch ein bisschen feucht.
So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Klärungsbedarf. Ich habe ja im letzten Jahr ein Video gemacht, wo es darum ging, um dieses Kupferband, das man hier beim Discounter kaufen kann. Vielleicht könnt ihr es sehen. Ich sage den Namen jetzt nicht dazu. Und da wurde behauptet, ja, da muss ich erst hier diese Folie abmachen. Leute, da ist keine Folie drauf. Hinten drauf ist eine Folie, ja. Die kann man abmachen oder die muss man abmachen und dann klebt man das ums Hochbeet rum. Das stimmt soweit. Aber da oben drauf, hier, ist keine Folie. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht verdummstorf und nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Also solche Kommentare, ne, das ist blankes Metall, das man hier abziehen kann und dann klebt es hier auf dieser Seite. Jetzt habe ich das zerrissen. Da fällt mir nichts mehr dazu ein, Leute. So, seid mir nicht böse. Also, aber das muss jetzt einfach mal sein. Ich schneide es jetzt ab. Ich habe das auch um die Hochbeete rum gemacht. Da schaut es so aus nach einem Jahr. Wie ihr sehen könnt, das Kupferband ist etwas verwittert. Also das hat so eine Patina angesetzt. Es ist schon Kupfer und keine Plastikfolie. War ja auch in den Kommentaren. Aber der Kleber hält natürlich gar nicht mehr gut. Ist auch nicht so schlimm. Die Schnecken kommen auch nicht wirklich von außen über das Hochbeet bei mir. Aber da könnt ja ihr nichts dafür, das ist mein Problem. Sondern die hocken bei mir hier, ups, genau, da zwischendrin. Und die werde ich jetzt dann gleich mal entsorgen. Seht ihr das? Da ist halt einfach Platz und da fällt immer Dreck rein. Und da hocken die Schnecken eben dann da zwischendrin und kommen dann von innen raus und ja, nicht wirklich nicht über die Außenkante. Also, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin um wirklich jeden Kommentar dankbar, den ich kriege, weil das hilft uns YouTubern ja natürlich auch ein bisschen Reichweite zu generieren. Aber lest einmal die Kommentarspalten durch, ob nicht schon ein oder andere Kommentar beantwortet wurde. Wäre cool. Genau. Ich liebe auch manche Kommentare, also wenn dann heißt, mach Strom drauf, ja, hier, ja, 10.000 Volt und so, mache ich. Ja, da weiß ich, wie ich es nehme. Und das passt und das finde ich ja irgendwie lustig. Gell? Oh, jetzt fängt schon wieder das Donnern an. Naja, vielen, vielen Dank für jeden eurer Kommentare. Und wenn ihr das Video jetzt scheiße findet, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es richtig gut fandet, dann lasst mir auch einen Daumen nach oben da und drückt den Glockendings und ja, abonniert sowieso den Kanal. Genau. Ich glaube, am Wochenende kriegen wir Besuch. Ich glaube, der Christian kommt. Da freue ich mich schon drauf. Bis bald. Ciao.